Jo, Alien-Waffen, Quatsch, Laserwaffen wegschmeißen war der Plan. War ich ja schon. Ne, da. Laser Rifle, komische Muni. Komisches anderes Laser-Ding und komische andere Muni. Weg, 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 weg. Ich habe mich übrigens rumgeguckt, ob es einen irgendwie Patch gibt oder einen Fix gibt für die Laserwaffen. Allerdings habe ich da bisher noch kein Glück gehabt. Die einzige Version, die ich finden konnte, war die, die wir jetzt auch schon nutzen. Aber die wurde halt seit 2 Monaten oder so nicht aktualisiert. Was schade ist, wahrscheinlich warten alle einfach auf die nächste Version von dem eigentlichen Mod-Autor und nicht auf die nächste Version von dem Fan-Dingens da. Was halt schade ist, dass wir die ganzen Sachen da nicht testen können. Aber gut, ich hoffe, dass wenigstens die Türme funktionieren. Habe ich das schon getestet? Warum habe ich so viele verdammte Akkus dabei? Schmeiß die Akkus bitte mal. Ja, tu mal ein paar Sachen weg. So. Meine, die brauche ich. Und die Akkus und das da und so. Und dann hätte ich ganz gerne. Flamethrower Ammo. Und zwar richtig, richtig viel davon. Und dann brauche ich auch noch Türme. Und zwar. Wo sind die? New Ship? Was? Egal. Ich hätte gerne die da. Davon 5 Stück. Und ich hätte gerne Gatling Muni. Und davon ein bisschen mehr. So. Es kam übrigens die Frage auf in den Kommentaren, warum ich die besseren Munitionsarten nicht nutze. Also jetzt zum Beispiel bei dem Sniper-Ding. Das da. Bisher nutze ich ja nur die MG-Muni. Die macht Schaden. 10,90. Die nächste Stufe macht 10,70. Die letzte Stufe. Oh. Okay, die macht wirklich viel Schaden. Allerdings brauchst du auch Illyrium Dust. Aber ja, es ist halt nicht so, dass sie wirklich viel besser sind. Also die hier macht aber weniger Schaden, dafür aber mehr Flächenschaden. Und das brauche ich nicht so wirklich super dolle. Sie ist einfach nur anders. Nicht unbedingt besser, nur weil sie eine höhere Textstufe hat. Und ich bin mit dem hier eigentlich recht zufrieden, soweit. Weil es halt der Königin-Knacker ist. Das da würde 120 plus 50 machen. Das hier ist 100 plus 41. Das erste wäre sogar noch stärker. wäre sogar stärker als die zweite Version, die ich momentan benutze. Allerdings ist es halt nur rein physikalischer Schaden. Das heißt, damit wird man nicht leicht die Rüstung durchkommen. Also bin ich ganz zufrieden mit dem, ne? Das lassen wir so, wie es ist. Die Munition kommt angeflogen, das ist sehr gut. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch irgendwo die Akkus aufbauen. Den Platz hier oben habe ich dafür auserkoren, oder? Ich glaube schon. Also einfach. Ja, einfach da, wo keine Lampen sind. So und so und so machen und warten. Und komm schon, Jungs. Das ist wenig Treibstoff. Wenig Money. Gibt es hier ein Problem, von dem ich wissen sollte? Achso, ja. Hier warte ich nur darauf, dass es Leichtöl. Worauf genau warte ich? Was soll mit dem Leichtöl passieren? Irgendwas. Könnte aus dem Leichtöl Petroleumgas machen, aus dem Petroleumgas Plastik. Das wäre sogar mit am sinnvollsten, oder? Weil ich brauche das ganze Plastik gar nicht. Und ich habe momentan auch keinen Kohlezugang, um das. Haben sogar noch welches. So schade aber um die 2400 Leichtöl. Also ich müsste es eigentlich umpumpen auf die anderen Fässer. Das mache ich dann später. So, das sieht schon mal wesentlich besser aus. Allerdings habe ich viel zu wenig Gatling-Munition, die gerade angeflogen kommt. Nom, 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 nom. Ernsthaft? In 2er-Schritten. Oh Gott. Ja, also sie geben mir nicht ein ganzes Magazin, sondern halt nur ein 50stel von einem Magazin. Kein Wunder, dass es so lange dauert. Brech das bitte mal ab. Ich hole mir das irgendwo aus einer Kiste. Haben die Roboter alle was zu tun? Nö. Dann bau doch bitte mal lila Kiste. Gib mir Stahl. Stahl, so. Lila Kiste. Mach das bitte mal leer.
Gatling-Munition. Da oben sehe ich Gatling-Munition. Zack. Wow. Sehr schön. Okay, jetzt kann ich töten gehen. Da oben war mein Ziel. Irgendwo sind Angriffe. Irgendwo werden Dinge zerstört. Solarpanels und niemand schießt. Weil der irgendwo da reingelaufen ist, oder? Wenn jemand schießt, wie ist das Ding? Achso, das war wieder so ein Flächenangriff. Also die Flächenangriffe können Solarpanels one-hitten, aber nur genau im Einschlagsbereich. Nirgendwo anders. Das ist vertretbar. Das bitte einmal auffüllen. Auffüllen. Vor allem mit den... mit den Akkus, die ich vorher nicht hatte. Und jetzt, wo es gerade dunkel wird, ist doch der perfekte Zeitpunkt, um loszulaufen und eine Basis zu zerstören. Finde ich auch. Das sieht interessant aus. Da ist sogar eine Illyrium-Mine. Allerdings habe ich jetzt nicht so wirklich... Ah, ich habe 4 Solar-Panels dabei. Also wenn es nachher morgen wird, könnte ich da versuchen, das aufzubauen. Und dann einfach direkt vor Ort abbauen. Und quasi nebenan stehen und dann die Sachen mitnehmen. Weil ich traue dem nicht, das da einfach so stehen zu lassen mit nur 5 Türmen drumherum. Das ist doof hier. Viel zu viel Waldzeug. Türme bei der Küste aufstellen. Ja. Wo ist die Basis? Ist das schon die Basis? Da ist ein Zanken, ja. Mach mal das hier weg. Genau, schmeiß Holz auf den Boden. Wie sich das für Umweltverschmutzer gehört. Oh, hallo. Da bin ich wohl ein wenig zu nah rangekommen. Jupp. Was war das? Ja, ich... Na, nicht Shift. Ja. Wo ist Moni da? Okay. Absolut nicht. Wie geplant und schweinelaut. Wow, hey. Was zur Hölle ist hier los? Ja. Nein. Weg. Türme! Gut, alles gut. Fuck. Okay. Bäume regenerieren sich? War es gerade rot? Was? Okay, ich muss da rein, sonst... welche. Nee. Da komm ich nicht rein. Ernsthaft? Es habe daran, dass die Selbstmordeinheiten sich so schnell regenerieren, dass ich da nicht durchkomme. Okay. Planänderung. Ich mache den Weg einfacher. Ja, Hydralisken, warum nicht? Das sind die... Die sind okay. Die da sind nicht okay. Seit neuestem. Früher war ich wirklich ein Problem. Da konnte ich selbst ohne Rüstung mich denen gegenüber hinstellen und es war okay. Jetzt allerdings nicht mehr wirklich. Ich denke, das muss ich wirklich ein wenig nach hinten verschieben, bis ich neue Munition habe. Was zur Hölle? Das war nicht meine große Basis. Und Vitalis verfolgt mich und ja, geht jetzt zurück, was noch schlimmer ist, als mich zu verfolgen, weil jetzt wird er eine halbe Stunde da an den Türmen rumnagen, bis die alle tot sind. Alter Schwede.
Okay. Also neue Türme anfordern, ja. Munition, ja. Und ich bin am Verdursten. Das kommt also mit auf die Liste. Und es wird ein Turm und Akkus aufgefressen in der Osterweiterung, wo noch keine Türme sind. Yay. Der Tag fängt echt super. Aber Prioritäten. Erstmal was trinken. So. Gut. Das bristet sich wieder hoch. Forschung soll ich gleich mal anschmeißen. Es sind ganz schön viele Dingens da am Weg. Tränke da, die wir nutzen könnten. Präzisionsgelenk an. So. Wir brauchen dich und dich und dich. Und ich bräuchte hier einmal ein Set davon. So. Jetzt brauche ich Munition. Und dann geht's wieder nach oben. Und ich kriege keine durchgehende Angriffsmeldung von dahin, wo der Hydralisk entschwunden ist. Das ist schon mal sehr gut. Ja, damit. Ja, das sollte ich nicht da reintun. Hä? Was ist das hier für ein komisches... Was? Egal. Die Regierung in der Vergangenheit macht komische Dinge. Tu das da rein. Tu dich da rein. Die brauche ich, glaube ich, gerade auch nicht. Brauche ich auch nicht so. Gib mir mehr Muni. Und hoch. Lauf, 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 lauf. Die ist nicht klein, die Basis. Aber wir haben, glaube ich, schon genau solche geknackt mit wesentlich weniger Problemen. Also es kann gut sein, dass die Spawnrate, also wie lange die Eier brauchen, um irgendwas auszuschlüpfen, jetzt inzwischen auch höher geworden ist. Also nicht nur, dass wir jetzt schon diese Artillerieeinschläge haben, diesen rosa Kügelchen, die wahrscheinlich auch immer stärker werden. Nein, die Gegner kommen auch noch schneller. Und haben sowas Nettes wie Hydralisken dabei. Ich freue mich schon auf fliegende Einheiten. Oder auf diese Mutalisken, diese... Ne, Mutalisken waren die fliegende, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Illyrium Ore. Genau, es gab auch noch den Vorschlag, dass ich einfach so machen könnte. Blub, blub. Jetzt habe ich die Solar Panels weggeschmissen, richtig? Pfosten. Ja, die Idee dahinter war, dass ich gar nicht jedes Mal das Ding hier abreiße, sondern einfach die Minen daneben setze und das unter den Boden rausziehe, sozusagen. Und ihr habt immer noch Muni? Beeindruckend. Ja, hallo Zerg. Ich hab euch vermisst. Ah, das reparieren. Ah, das reparieren. Außer dem Baum. So. Du, da, da, da. Jetzt haben alle einigermaßen Munition. Und es ist dunkel. Natürlich ist es dunkel. Wäre auch viel zu langweilig, wenn man das tagsüber machen würde. Ich stelle jetzt eine Kiste hier hin. Ich hoffe, die zerstört die Kiste. Und eine Fabrik kriegt ihr auch noch. So als Ablenkung. Und Gates. Tun könnt ihr auch noch machen. Es ist halb ernst gemeint. Kann ich dich drehen? Ja. Stimmt, dich habe ich ganz vergessen. Bist ja auch wieder da. Oh. Königin ist tot. Respawn ist da. Den lasse ich jetzt einfach gegen mich gegenklatschen. Das ist mir egal. Ich muss Dinge töten. Lauf, 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 lauf. Ich habe ein Gebäude zerstört. Aber es war, glaube ich, nur so ein Creep-Erweiterer. Oh, 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 oh. Und durch den Creep-Erweiterer ist, glaube ich, nichts kaputt gegangen. Also an Gebäuden, die Dinge spawnen. Und Dinge sind gerade mein Problem.
mehr Sicht auf alles.